Aktuelle Ausstellungstipps aus dem Deutschen Meeresmuseum Stralsund. Das Meeresmuseum in Stralsund bleibt vorerst für Modernisierungsarbeiten geschlossen. Doch für seine Besucher hat sich das Museum etwas Besonderes überlegt. Die Vodcast-Reihe Bagger bei die Fische bietet Einblick hinter die Kulissen. Diesen Monat erschien die zweite Folge der Reihe und thematisiert das große Packen. Was sich dahinter verbirgt, sehen Sie auf dem YouTube-Kanal des Deutschen Meeresmuseums. Das Deutsche Meeresmuseum Stralsund eröffnet ein sogenanntes Taschenmuseum. Museumsfans können sich eine eigene Sammlung zusammenstellen. Ab dem 1. Februar gibt es unter der eingeblendeten Adresse die passende Anleitung für eine Aufbewahrungsbox, ein Sammlungsverzeichnis und kleine Sammeletiketten. Kinder können mit ihren Fundstücken ein individuelles Taschenmuseum erschaffen. Egal, ob die Fundstücke beim Waldspaziergang gefunden wurden oder beim Stöbern auf dem Dachboden.